Nicht nur in Wien gehören Kaffeehäuser zum Stadtbild. Auch in Graz hat diese Tradition Fuß gefasst. Wohl eines der bekanntesten Beispiele, das Café Sacher nach dem gleichnamigen Gegenstück in Wien. Die Marke Sacher ist natürlich bekannt geworden, in erster Linie durch die Original-Sacher-Torte. Und dort, wo man die Torte isst, das ist eben das Kaffeehaus. Und daher war es uns ein Anliegen, eigentlich vor allem das Café Sacher, das doch für eine breitere Schicht auch zugänglich ist, an vielen Plätzen in Österreich zu positionieren. Wir haben Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck und ein Shop ist auch in Bozen. Und ich glaube, damit haben wir mal so als Familienbetrieb eine gewisse Region abgedeckt, die sich mit der Marke Sacher identifizieren kann. Doch was macht das Kaffeehaus in Graz zu dem, was es ist? Die Unterschiede zu Wien sind deutlich erkennbar. Oder vielleicht doch kleiner als erwartet? Also es wird sehr stark von der lokalen Bevölkerung angenommen. Innsbruck ist zum Beispiel eher Touristen. Aber Graz ist ganz anders. Es ist eher Grazer, die sich hier treffen, die viele Stammgäste sind. Und ich glaube halt die Grazer Identität und die Wiener Identität, das passt ganz gut zusammen. Kaffeehäuser sind und bleiben Tradition, so auch das in Graz. Was plant das Café nun aber für die Zukunft? Naja, wir wollen nicht wachsen. Das Kaffeehaus ist begrenzt. Aber wir glauben, viele Grazer wissen noch gar nicht, dass man bei uns essen kann. Ein Wiener Kaffeehaus ist natürlich auch ein Restaurant. Da kommt einfach ein Tisch drüber, den Kaffeehaustisch. Und man kann eigentlich alles essen wie in einem Restaurant. Am Nachmittag wird es ja wieder Kaffeehaus, am Abend wird es wieder Restaurant. Und wenn man ein Bankett machen will, dann gibt es ein Wiener Kaffeehaus, ein Extrastübel. Basta. Kann man natürlich auch einen Geburtstag, eine Hochzeit, eine Pressekonferenz machen. Also ich glaube, ein Wiener Kaffeehaus, in dem Sinne ein Grazer Kaffeehaus, ist etwas, was den ganzen Tag Saison hat. Tradition im Grazer Stadtbild. Das Café Sacher bleibt sich selbst auch in diesem Jahr treu.